Und willkommen zum Mittwochsvideo. Es tut mir leid, dass ich diesen Mittwoch so spät dran bin. Allerdings hatte ich technische Schwierigkeiten. Und zwar richtig fette, also es tut mir leid. Mein Computer, mit dem ich diese Videos aufnehme, hat diese Woche extrem gesponnen. Oh, es tut mir leid. Und ja, wie ihr seht, bin ich heute auch nicht wie sonst auf dem Bett oder sonst wo, sondern ich sitze jetzt gerade im so zum Mac. Damit habe ich jetzt übrigens die nächste Ecke meines Zimmers zu betrachten. Oh, auf was ich ein bisschen aufmerksam machen möchte, ist diese Spielbox hier. Die habe ich zu meinem 18. Geburtstag von meinem Mom und meinem Dad, so war's, geschenkt bekommen. Die spielt Peter Tschaikowskis Blumenwalzer, eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Ja, ich bin so ein Tschaikowski-Beethoven-Fan, ich geb's zu. Okay, ich denke, ich möchte euch in Anbetracht dessen, dass wir letzte Woche von Entscheidungen hatten, möchte ich ein wenig über das, was wir tun, reden und was das Tun für Konsequenzen hat. Ich fange jetzt einfach mal damit an, dass ich euch sage, dass unsere Entscheidungen leider nicht konsequenzenfrei sind, was wirklich doof ist. Manchmal wünschte man sich, man könnte einfach die Konsequenzen an jemanden anders abschieben. Manchmal wünschte man sich, man könnte Entscheidungen auch jemandem anders überlassen. Ich für meinen Teil, ich treffe nicht gerne Entscheidungen. Ich bin da nämlich immer viel zu impulsiv, immer viel zu, ja. Und ich bin immer 100% in dem Moment überzeugt davon, aber im Nachhinein, wenn dann die Konsequenzen daraus folgen, dann fange ich manchmal bis meistens an, die Sachen sehr schnell und sehr schwer zu bereuen. Naja, also nicht richtig bereuen, aber ich finde es dann halt nicht mehr so schön, die Gedanken. Meine Entscheidungen sind ja, wie gesagt, treffe ich meine Entscheidungen aus dem Bauch heraus und verkopfe mich oft viel zu viel dabei. Und deswegen tue ich zu selten Dinge. Also, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist nicht mein Lebensmotto. Ich bin eher so der Typ, Mensch, ich grübel über alles zu lange nach. Und das nur, weil ich dann sozusagen die Konsequenz meines Tuns abwägen will und ungefähr wissen will, was die Konsequenzen daraus sein könnten. Weil ich versuche dann immer, die Konsequenzen so klein wie möglich zu halten oder auch so, ja, wie sage ich das jetzt am besten, aber so wenig schlimm wie möglich zu halten. Also, dass ich nicht am Ende dastehe und so riesen Konsequenzen aus meinem Handeln tun oder so habe, aber eben auch nicht so wirklich dieses, ja, kleine Konsequenzen sind leichter zu tragen als große Konsequenzen. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Konsequenzen. Und vor allem, was viele nicht wissen, ist, etwas konsequent zu tun, ist auch eine Konsequenz. Zum Beispiel, ich bin jetzt nicht unbedingt stolz drauf und an dieser Stelle, Entschuldigung Isa, dass ich es der Welt erzähle, aber ist halt so. Mein Hase Isa war ein wenig übergewichtig. Ich habe ein paar Jahre sie nicht so gut gepflegt, gebe ich jetzt zu, als sie einfach, ja, also nicht so gut ist nicht gut gesagt, aber ich habe ihr zu viel Kraftfutter gegeben und da nehmen Hasen eben etwas schneller zu. Anbei, das ist mein anderes Häschen von früher, das ist Chip. Den gibt es leider nicht mehr. Naja, aber auf jeden Fall habe ich Isa immer ein bisschen zu viel Kraftfutter gegeben und deswegen ist sie etwas aus dem Leim gegangen. Ups. Und dann ist es eben so gewesen, dass ich jetzt die Konsequenz daraus gezogen, also dass mein Handeln, dass ich ihr zu viel Kraftfutter gegeben hatte, hatte die Konsequenz, dass sie zu viel zugenommen hat. Und deswegen bin ich jetzt so konsequent und habe ihr Kraftfutter sehr stark reduziert. Und sie kriegt jetzt viel mehr Heu und ja, seitdem hat sie auch sehr gut abgenommen. Also beim letzten Arztbesuch, der war jetzt auch schon ein halbes Jahr, hatte sie 500 Pfund weniger. Naja, eigentlich Gramm. Aber ich weiß nicht, sind Gramm und Pfund was anderes? Oh. Ja.
Und nochmal so ein Moment, in dem man merkt, dass ich kein Mathe-Fan war. Oh Gott, ich gestehe es, ich habe bei Mathe meistens nicht aufgepasst. Okay, dann, ja, und jetzt geht es ihr auch besser. Was wir leider auch oft zu spüren kriegen, weil sie uns jetzt richtig, sie ist jetzt richtig aktiv geworden. Früher hast du den Hasen keine 5 Minuten dazu gebracht, aufzustehen. Und inzwischen kriegst du den kaum noch dazu, dass er sich mal 5 Minuten Ruhe gibt. Aber ich finde es schön. Und ich finde es auch toll, dass sie jetzt hier ist und ich so viel von ihr mitbekomme. Und das ist eine der schönen Konsequenzen. Okay, aus einem traurigen Ding heraus, aber kann ich euch ja mal kurz erzählen. Mein letztes Häschen, Schnuffel, der war so ein Wollknäuel, der ist verstorben. Und aus Konsequenz dessen habe ich mich entschieden, dass ich Isa, die bis dato im Hausgang gewohnt hat, hier hochgeholt habe. Und die Konsequenz daraus ist jetzt, dass wir viel mehr Zeit miteinander verbringen, dass wir ein viel besseres Verhältnis zueinander haben. Und ich bin einfach ganz verrückt nach der Kleinen und ich finde es toll, dass sie hier ist. Ich bin richtig froh über diese Konsequenz. Es gibt aber auch so Entscheidungen, da ist man nicht so froh über die Konsequenz. Sowas wie, naja, also ich muss zugeben, ich habe nicht viele Sachen, bei denen ich nicht froh über die Konsequenz war. Aber eins der Sachen ist, weswegen heute auch das Video so spät kommt, ich habe vor ein paar Wochen gemerkt, dass mein Computer etwas spinnt und habe mich dann aber entschieden, es zu ignorieren. Und die Konsequenz jetzt daraus ist, dass er heute den ganzen Tag noch mehr gesponnen hat und ich eigentlich wirklich erst sehr spät das Video aufnehmen kann. Warte, Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Nicht so lange Arme. Jetzt haben wir 18:39 Uhr und ja, das ist etwas spät, sonst habe ich um 17 Uhr spätestens meine Videos fertig und ja, tut mir leid nochmal, dass ihr jetzt die Konsequenz meiner schlechten Entscheidung mittragen müsst, in Anführungszeichen, tut mir echt leid, tut mir so viel leid. Naja, was auch noch so eine Sache ist, man muss, wenn man konsequent ist, sollte man aber nicht hart drin sein. Also wenn ich merke, dass Isa eindeutig noch zu viel Hunger hat in ihr, also einfach, dass sie gerade mehr braucht oder sowas, dann bin ich nicht so, dass ich hinstehe und zu ihr sage, nein, ich bin jetzt konsequent und du hast nicht noch mehr Hunger zu haben. Es gibt jetzt kein weiteres Futter mehr und aus, basta. Nee, so bin ich nicht. Dann gebe ich ihr lieber nochmal eine Hand futtert nach und schaue dann, ob sie noch gut frisst oder nicht. Weil ich dann der Ansicht bin, nur weil man selber sich entschieden hat, konsequent etwas durchzuziehen, muss oder soll oder darf eigentlich kein anderes Lebewesen drunter leiden. Ja, was hat auch noch so Konsequenzen, zum Beispiel wenn man sich entscheidet, etwas Doofes zu tun, dann und dann die Eltern böse sind, dann ist es auch eine Konsequenz. Sowas wie, ich gebe es zu, es tut mir leid an dieser Stelle, Mom, vor allem auch du, Dad. Ich habe vor ein paar Tagen Dampfnudeln gebacken und die sind irgendwie zu viel aufgegangen. Und aus Konsequenz meines Fehlrechnens muss jetzt einer von meinen Eltern ständig Dampfnudeln mitessen. Und ja, ich habe nicht immer Vanillesoße, weil ich es manchmal vergesse. Und dann muss man trocken Dampfnudeln essen und das schmeckt schrecklich. Und es tut mir auch leid, an dieser Stelle nochmal zu sagen. Ja, es gibt aber auch einfach solche Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Und es gibt Konsequenzen, die man nicht vorhersieht, die man nicht vorhersehen möchte. Es gibt solche, die man nicht erahnen kann. Und ich bin einfach der Ansicht, wenn man etwas entscheidet und wenn man etwas tut, egal was es ist, egal wie, was es betrifft oder egal wo man zu dem Zeitpunkt steht, wenn man die Entscheidung trifft und sich bewusst ist, dass die Entscheidung Konsequenzen haben kann. Manche Entscheidungen haben auch keine Konsequenzen. Ich sage nicht, dass alle Entscheidungen Konsequenzen haben.
Himmel, meine Entscheidung, heute Morgen aufzustehen, hatte keine Konsequenz, zumindest noch nicht. Oder meine Entscheidung, dass ich gestern liegen geblieben bin, hatte auch noch keine Konsequenz. Meine Entscheidung, vorletzte Woche viel zu arbeiten, hatte eine Konsequenz, nämlich dass ich diese Woche etwas gelangweilt bin und nichts zu tun hatte. Naja, sowas kann auch passieren. Aber wie schon gesagt, ich bin der Ansicht und der Meinung und ich bin fest überzeugt davon, dass es auch diese Karma-Konsequenzen gibt. Wer Böses tut, dem widerfährt Böses. Wer davon ausgeht, dass alles böse ist, dessen Welt ist natürlich böse. Wer denkt, wer morgens aufsteht, einfach mit dem Gedanken, ich bin heute schon glücklich, weil heute ist heute und heute ist ein neuer Tag und heute kann ich wieder neue Dinge lernen und erleben, der ist auf jeden Fall schon von Grund auf, glaube ich, dass der ein leichteres Leben hat, als jemand, der aufsteht mit dem Gedanken, es ist alles doof. Ist natürlich eine schwere Sache, sowas. Es ist nicht leicht, sich der Einstellung bewusst zu sein und sowas zu denken oder etwas zu tun mit diesem entsprechenden Vorsatz. Aber ich habe mir vorgenommen für 2016, dass ich auf jeden Fall ein viel positiverer Mensch werden möchte und dass ich daraus, habe ich bisher die Konsequenz, dass irgendwie meine Welt schöner geworden ist. Es ist komisch, aber manchmal reicht einfach nur dieses, sich die innere Einstellung zu Dingen zu ändern, reicht manchmal viel, viel mehr oder macht viel mehr oder richtet viel mehr aus als alles andere. Und ich hoffe, dass die Konsequenz daraus ist, dass ich natürlich auch für euch viel bessere Videos produzieren kann und dass ich viel interessantere Geschichten zu erzählen habe, weil, naja, man wird sehen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich euch hierzu erzählen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, einen Daumen hoch. Und wenn nein, dann könnt ihr mir natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich auch sehr interessieren. Und falls ihr Fragen habt oder euch irgendwas interessiert, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com. Oder ihr könnt mir auch gerne über Facebook schreiben. Das ist die Ella Bella Flur. Oder ihr könnt mir auch über Twitter schreiben, da bin ich ja auch seit neuestem. Wo ich übrigens noch gespannt bin, was die Konsequenz daraus ist, dass ich mich bei Twitter angemeldet habe. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und Mann, wenn mir irgendeiner von euch übrigens erzählen kann, was Twitter eigentlich ist und was es damit auf sich hat, wäre ich auch froh. Ich habe da noch gar keine Ahnung von. Soziale Netzwerke und Asperger vertragen sich nicht so gut, glaube ich. Also zumindest ist es mein Eindruck aus der Geschichte. Ja, und falls ihr mögt, dann schaltet doch gerne am Freitag wieder ein, da gibt es dann das nächste Video. Bis dahin, tschüss!